Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir kommen jetzt mal wieder zu den kleinen Kaninchen. Wir schauen einmal hier, was sie so treiben. Die kleinen Viecher hätte ich fast gesagt, ne? Da haben wir sie. Ich habe schon meinen Handschuh an, von daher gehen wir jetzt erstmal zu den kleinen Kaninchenbabys, ne? Sonst touchen wir hier einfach alles an. Und zum Schluss die Kaninchenbabys. Das kommt wahrscheinlich nicht ganz so optimal. So, ich mache hier einmal zu. Zack, somit ist das erledigt jetzt hier an der Stelle. Die kleine Mutti hier ist ein bisschen verwirrt, ne? Mal gucken, wie ruhig sie ist. Es gab auch schon Momente, wo sie dann eher versucht hat zu flüchten. Guck mal an hier. Die haben so ein bisschen ihre Wohnsituation verändert. Und zwar sehe ich jetzt hier zwei Lager. Die sind so ein bisschen hin und her jetzt gegangen, ne? Wir gucken erstmal, wie viele hier überhaupt drin sind. So, 2, 4, 5. Hier sind 5 Stück. Hier ist der 6. sozusagen. 2, 4, 6, 7, 8. Und einer ist hier. 9. Seht ihr das? So, guck mal an hier. Die sind doch gut in Form hier, ne? Hier ist irgend so eine Höhle oder so. Ist nicht, dass sie da reinkriechen und dann einfach beim nächsten Mal füttern, einfach außen vor gelassen werden. Das wollen wir natürlich nicht so gerne, ne? Also, erscheint, dass hier alles soweit in Ordnung ist. Hier haben wir sie. Guck mal an hier. Ganz schwarz. Zumindest wirkt das jetzt so ein bisschen. Dann noch, obwohl leichte Farbunterschiede sind auch da, aber halt noch nicht so gravierend, ne? Und ich denke, das kommt dann erst richtig raus, wenn es dann soweit ist, wenn sie ein bisschen größer sind, ne? Wie alt sind sie jetzt? Am Freitag sind sie geboren in der Nacht. Heute haben wir Mittwoch, das heißt, das ist jetzt der 5. Lebenstag von diesen kleinen Kaninchenbabys, ne? Können sich streiten und sagen, das ist vielleicht erst Sonntagmorgens gewesen um 1 Uhr nachts, ne? Wenn das der Fall ist, dann sind das jetzt nur 4 Lebenstage, ne? So, aber um und bei. Das heißt, dass morgen oder übermorgen schon ein gewisser Fellansatz da ist. Wir sehen auch teilweise, dass hier auch schon Haare sind, ne? Das heißt, die sind gar nicht mehr so richtig nackt wie am Anfang. Und das geht immer zack auf zack, ne? So bei Tag 10 ungefähr, da gehen die Äuglein auf. Und wenn das dann auch passiert ist, also die Zeiten danach, dann werden wir ganz genau dann feststellen können, was da tatsächlich für Farbgebungen auch enthalten sind in dem Wurf. Da bin ich schon sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in diesem Sommer habe ich tatsächlich das Phänomen gehabt, zum ersten Mal, dass die kleinen Kaninchenbabys jetzt schon bei mehreren Muttis, ne, einfach mal das Nest verlassen haben und dort einen zweites Standbein, wollte ich jetzt sagen, aber ein zweites Lager dort konstruiert haben und dort dann auch geblieben sind. Ne, das finde ich schon sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die letzten Male, also bis auf dieses Jahr, alle anderen Male, hatte ich das so noch gar nicht. Ne? Sonst waren sie immer ganz behutsam einfach nur in ihrem Nest. Und diesmal ist es ganz anders. Von daher bin ich schon sehr gespannt, was bei ihr auf uns zukommt. Ne? Ich meine, sie sieht auch irgendwie trächtig aus, oder? Die Kleine hier. Sehr schön. Das finde ich schon mal sehr positiv, muss ich sagen. Da haben wir sie. Sehr gut. Also, ich mache hier mal zu und bei ihr auf. Ne? Sie will da schon rein. Also, wir gucken, was jetzt hier Sache ist. Kleine Kaninchenmutti. Sehr schön. Ah, guck mal hier. Ne? Da wollten sie wieder so ein bisschen Milch bei ihr absaugen hier. Aber sie will jetzt sie gerade nicht füttern. Ne? Also es ist heute wirklich sehr, sehr heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde gleich hier nochmal so ein bisschen das Wasser auffüllen. Und dann einmal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie schnell was Grünes organisieren kann. Und denen das dann so ein Stück weit aushändigen kann, mehr oder weniger. Ne? Denn heute ist es sehr heiß, muss ich sagen. Also überraschend heiß. Schon den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen. Ich dachte eigentlich, dass wir in Richtung Winter jetzt schon gehen. Oder Herbst.
oder so, ne? Aber nein, es scheint ganz anders zu kommen. Und dass wir hier nochmal so ein paar schöne sonnige Tage mehr oder weniger erleben dürfen. Nun gut, das nehmen wir so hin. Für uns ist das kein Problem. Wir nehmen das Wetter so, wie es kommt, ne? Also, wie sieht das Wasser aus? Ist fast leer hier. Ein bisschen ist noch drinnen. Das heißt, der muss gleich nochmal aufgefüllt werden, damit die kleinen Kaninchen hier auch gut was zu trinken haben. Nummer 3, der Gute, hat sich hier in eine schöne kühle Ecke verzogen. Ne? Zack, einmal zumachen hier. Nummer 7, sei gegrüßt, Kleiner. Kleiner Nummer 7, zack, der Gute hier. Sehr schön. Ja, ansonsten, wie ist der Plan jetzt für die nächste Zeit? Für die nächste Zeit ist schon mal in Planung, sich tatsächlich auch Zeit zu nehmen. Ne? Sonst gibt es ja einfach gar keine nächste Zeit. Und dann hier auch so ein Stück weit voranzukommen, ne? Denn ich bin aktuell gerade mit einer anderen Geschichte in Gange und das frisst eigentlich jeden Lebensmoment, der quasi nicht mit irgendwas anderem gefüllt ist. Und da sind tatsächlich gerade die kleinen Kaninchen, die hier so ein bisschen zu kurz kommen, ne? Also Futter und alles kriegen sie, ich bin heute noch nicht durchgegangen. Das Heu fehlt noch, ne? Das muss nochmal aufgefüllt werden. Aber ansonsten war es hier eigentlich schon geplant, dass die hier einmal komplett umgesetzt werden. Aber manchmal spielt das Leben halt, wie es spielt, ne? Und so, die Muttis könnte ich jetzt hier nicht einfach so herausholen, weil aktuell ist tatsächlich auch jeder Bereich belegt hier. Gut, die untere Geschichte hier, das ist so ein Thema für sich, ne? Da müssen wir mal irgendwann mal auch drauf eingehen und einmal kurz wiedergeben, was da überhaupt Sachstand ist, ne? Ansonsten ist das jetzt einfach so, das heißt, dass hier in dem Falle tatsächlich die Kaninchenbabys raus müssen, ne? Und wenn dann die obere dort hier einzieht, das hat noch ein bisschen Zeit, aber wenn das dann hier passiert, dann muss hier auch nochmal so ein kleiner Ringtausch stattfinden, ne? Also die nächsten Muttis, die dann zugelassen werden, die gehen dann in den Bereich und hier sind dann die nächsten Kaninchenbabys und die Kaninchenbabys, die müssen hier tatsächlich heraus. Und das ist in der Tat das, was so ein bisschen auf meinem To-Do-Zettel, so ein Loch, ne? So ein psychologisches Loch mehr oder weniger hineinbrennt, ne? Denn das wollte ich eigentlich schon ganz gerne längst erledigt haben, aber man muss manchmal Prioritäten setzen, ne? Nun höre ich auch schon die ganzen Kaninchenliebhaber, nein, wie kannst du denn da keine Priorität setzen, das sind Lebewesen und hast du nicht gesehen. 8 Wochen ist tatsächlich so das Früheste, was man so hat, dass die Mutti dort herauskommt, ne? Manche machen es auch noch ein bisschen länger. Ich versuche das immer mit 8 Wochen. Klappt nicht immer. Manchmal sind sie auch ein bisschen länger da drin. Aber ich wollte halt, weil das so viele sind, das jetzt auch nicht überstrapazieren. Ne? Von daher müssen wir mal einplanen, dass wir das endlich mal erledigt bekommen. Sehr gut. Also, eine Frage war auch noch, wo ich ihn hier gerade sehe. Oder sie. Ist das eine sie oder ein er? Ich meine, das ist eine sie, ne? Was denn mit dem Tiertransport ist, ne? Also man kann ja tatsächlich Tiere per Karton versenden. Das hört sich so schräg an, ne? Aber das ist ein tatsächlicher Tiertransport. Ja, da bin ich tatsächlich so auf Standby, ne? Das hängt nicht nur von mir ab. Und sobald da irgendwann mal was passiert, würde ich dann hier an der Stelle auch nochmal so ein Stück weit berichten, ne? Sehr gut. Also, wie sieht es weiterhin aus? Hier haben wir noch 2 Rammler, die liegen dort, ne, schön im Schatten, mehr oder weniger. Das passt dann auch schon mal ganz gut, da verkriechen die sich meistens, ne? Denn da ist eigentlich immer Schatten. So, zack, die kleinen Kaninchen hier. Sehr schön. Also ich hatte noch mal nachgeguckt, ich habe ja im gestrigen Video einfach mal unvorbereitet ein Geburtsdatum herausgehauen und tatsächlich stimmt das nur zu 50%. Sie hier ist aus Februar und sie ist aus März. Ne? Also ich meine, die beiden unterscheiden 2, vielleicht sogar 3 Wochen. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber das ist quasi die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ne? Dass die quasi nicht aus einem Monat sind, aber ungefähr im selben Alter. Und ich denke, das funktioniert hier relativ gut in dieser Kombination hier, wie die hier sind, ne?
Und eine Frage, die ich mir auch immer stelle, warum nehme ich nicht diese Spinnennetze weg? Und die Antwort ist eigentlich ganz klar, denn diese Spinnennetze, die eliminieren auch die Mücken, die sich hier hinein verirren. Ne? Und wir wissen ja, Mücken können auch das ein oder andere übertragen und eventuell auch mal einen ganzen Bestand dahin raffen, wenn diese Mücken kontaminiert sind, ne? Mit irgendwelchen Viren oder ähnliches. Und das hier ist vielleicht unnötig, aber ein natürlicher Schutz, um dagegen vorzugehen. Ne? Und da das die Kaninchen hier nicht behindert in irgendeiner Art und Weise, denke ich mir, warum sollte ich die dann wegmachen, ne? Wenn das mir dann einfach nur hilft und der Sache gut tut, dann können wir sie auch lassen, ne? Ja, ich denke, dann sind wir jetzt auch wieder einmal zu dem Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.